Ja, herzlich willkommen zu Episode 4 von Minecraft Pixelmon. Heute versuchen wir, einen Freund aus der Not zu befreien, der, ja gut, sich eingesperrt hat. Ist egal. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Bin Aufnahme starten. auf Höhe 50 und habe keine Pickaxe mehr. Ach, Basti. Aber du bist. Und meine Schweine brechen aus. Genau. Genau. Aber du bist direkt unter mir. Ja, und zwar Höhe 50. auf Höhe 33 ist hier ein großer Raum mit zwei Schweinespawnern. Schweinespawnern? Ja, Ja, die fix. normalen Spawner werden zu Schweinespawnern, wenn du im Peaceful-Modus bist. Food und so. Warte, 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 ich komme zu dir runter, Basti. Also, ich will mal gucken, wie meine Pickaxe noch ausreicht. Ja, ich versuche Du ganz sagtest einfach. Höhe 50, ne? Nee, 30. 30, hast du gerade Nein, 50 30. gesagt? Ja, da bin ich gewesen. Bis dahin hatte ich mich hochgebuddelt, als meine Pickaxe kaputt war. Aber ich kann auch versuchen, einfach den Weg zurückzulaufen. Ja, das geht auch. Lalalala. Wir starten jetzt die Rettungsaktion Rettet Basti. Mal gucken, wie hoch ich komme, wenn ich hier Also lang ich bin hüpfe. jetzt hier Höhe Ja, 60. alles gut, brauchst nicht. Ich habe den Rückweg gefunden. Eisen. Weil ich würde jetzt erstmal ganz spontan typisch Minecraft Ich bin direkt anfangen. hinter dir. Ach, hey Basti. Ja, ich habe hier ausgeleuchtet. Da, wo die Fackeln lang gehen, geht's nach oben. Ja, nicht nur du hast ausgeleuchtet, ich auch. Nein, oder? Doch. Du hast mein System zerstört. Wie kannst du Warte, nur? ich habe ab dem Zeitpunkt ausgeleuchtet, bis zu dem Zeitpunkt ausgeleuchtet, bis ich zu dir quasi gefunden, bis zu dem Weg gefunden habe, den du schon Okay. ausgeleuchtet hattest. Oh ja, endlich Sucker Punch. Use attack first. This move fails if the target is not reading an attack. Was killt man da? Astronisch killt man. Was hast du denn hier gebaut? Okay, gut. Dann, Max, wie sieht denn das wieder aus, wenn du jetzt ganz klassisch mit Minecraft anfängst? Wie lange würdest du brauchen? Weil dann würde ich nämlich währenddessen mit der Aufnahme noch was anderes machen. Und sonst würde ich sagen, starten wir unsere Reise in ein unbekanntes Abenteuer. Suche gerade, wo. Da habe ich meinen Recording Path. Suche gerade, wo es mit mir hingeschmissen hat. Ich brauche noch was zu essen. Das ist ja anstrengend. Okay, bei der Aufnahme muss ich definitiv einen Ton rausnehmen, weil. Eins Chino. So, ich muss einfach sagen, es ist gerade so schön ruhig, wenn nicht Leute da sind, die alle Aktionen von sich selber auch noch kommentieren müssen. Ja gut, man muss jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, die haben alle aufgenommen. Also wir waren drei Leute, die aufgenommen haben. Und von daher muss natürlich auch jeder nebenbei reden. Ich meine, ich rede ja auch die ganze Zeit. Ich meine, ihr kennt mich, ich kann halt auch nebenbei reden. Oh, wieso kriegst denn du schon wieder ein Shiny, Alter? Was ist Aus dem falsch gleichen mit Grund, dir? warum du schon Bisasam und Serpifeuer gefunden Ich habe hast. das Bisasam nicht fangen können, weil ich keine Bälle mehr hatte. Oh. Kann Wie ich fühltest du dich jetzt eigentlich? kastriert? Sag mal, Players was ist. Busy. Kann ich dich zum Kampf herausfordern? Ha! Kannst du. Auf geht's! Haben die Das den wird eindeutig, aber okay. Na gut, ich bin aber noch angeschwächt. Macht mit dem man. Wenn man den untersten Stamm abhaut, dass man auch alles kriegt, Ja. oder geht das nur mit Pickaxe? Nein, Tree Chopper ist drin. Oder brauche ich da eine Axt dafür?
Dazu brauchst du eine Axt. Okay. Aber du hast deine Axt in deiner Truhe bekommen in deinem Haus. Nicht Tasche. Ein epischer Fight. Das ist ein bisschen unfair, Level 38 gegen Level 26. Tut mir leid, aber... deswegen, ich wollte gerade sagen, epischer Fight. Es gibt Erfahrungspunkte dafür, dass man mit Spielern kämpft. Ja. Echt? Das ist cool. So lässt sich's einfacher leveln. Ja. Yep. Alter, dein Ernst, Basti? Was? Dein Ernst? Was? Das Pokémon, was du da hast. Was denn? Ich kenne es. Aber es ist halt nicht gebaut. Ja, es ist nicht gebaut, aber allein die Tatsache, dass du es hast, ist halt schon so ein... Ich hab's gesehen und dachte mir, I want to have it. Guck mal hier. Kadabra. 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 Verdammt, ich hätte dich einwechseln dürfen. Ah, du kriegst auch Erfahrungspunkte. Siehst du, kriege ich auch mal XP. Yay. Ja, ne? Guck mal, und? Silverine. Silverine. Ja, es ist Quatsch, ein Pflanz-Pokémon gegen ein Flug-Pokémon einzusetzen. Silverine. Aber wer sitzt denn? Hä? Wer von uns hat denn ein Flug-Pokémon? Du? Ach so, sorry. Ich dachte, es ist ein Taubsi. Nein. Ich fand das niedlich. Gedo. Gras. Was ist ein Zap-Zipper, Negated Detective, fuck? Hä, was ist ein Zap-Zipper? Warum negierst du mir alle Attacken? Was zur Hölle? Ich hab keine Ahnung. Krasser Shit. Kriegst halt einen Tackle ab. Ha! Sie, nimm das! Nimm dieses! Nimm dies, nimm jenes, nimm das. Ja. Ja, da ist er wieder. Was denn? Achso, das... Negiert das jetzt auch alle Attacken? Hä? Warum negierst du alle Pflanzenattacken? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, aber ich find's gut. Was zur Hölle ist das? Verarscht mich doch! Ich hab einfach random mit Level 28 oder 26 Pokémon gefangen, weil es cool aussah, weil ich es niedlich fand und irgendwie scheint das ein OP-Viech zu sein. Okay, ich hab nichts gesagt. Naja, du kriegst trotzdem meinen Dead-Eye tot, ne? Oder? Mal gucken. Mal gerade so. Level up! Klink. Du wirst mich jetzt mit dem Klink wahrscheinlich killen. Ach so, ja, der ist ja nicht Typ Flug. Oh. Ich finde diese epische Musik dazu gerade super. Die habe ich tatsächlich ausgeschalten. Ach so, ich habe die Musik ein bisschen leise im Hintergrund. Aber cool, so kann man leveln. Finde ich geil. Kann man. Gut, damit haben wir unser erstes episches Battle ja, es war unfair, aber wir haben es ausgepackt. Naja, was heißt unfair? Also dadurch, dass sie bei mir alle etwa auf dem gleichen Level waren und bei dir einige drunter und einer drüber. Ja, ich habe halt nur das Haupt-Pokémon trainiert irgendwie und den Rest eigentlich nur gefangen und der Rest ist halt alles so im Schnitt 20. Ja, same. Ich habe es früher auch immer so gemacht, dass ich alle gleich trainiere, aber ich hatte irgendwie gerade Bock, einer 50 zu bringen und dann mache ich mit dem Rest erst weiter. Dum, dum, dum. Weil, kann ja sein, dass man irgendwas findet, was irgendwie total praktisch ist und so weiter. So. Aber ich bin sehr froh, dass ich endlich wieder an der Oberfläche angekommen bin. Willkommen zurück an der Oberfläche bei den grünen Grasliebhabern. Yeah, dudes. Geodude. Nun denn, was wollen wir tun? Welche Bank wollen wir ausrauben? Was willst du? Oh mein Gott, warte mal, wenn wir Erfahrungspunkte kriegen, wenn wir miteinander spielen, dann können wir ja theoretischerweise auch das EV-Training miteinander machen. Das heißt, einer nimmt halt ein Team aus 6-mal den gleichen Pokémon, die halt zum Beispiel alle nur Special Attack Plus geben, und dann kämpft man einfach gegen denjenigen. Jupp. Oh. Man braucht halt 2 Leute zum EV-Trainieren, aber geil. Tom, weißt du, was wir dann trotzdem noch tun müssen? Was? Fürs schnellere Leveln jeder 6 Miltanks trainieren. Warum? Weil Miltanks gut EP geben. Ach ja, okay, klar. Zumindest im normalen. Aber ja, Miltank gibt auch dann müssen wir aber Folgendes machen. Das Miltank muss Explosion können oder irgendeine andere Attacke, womit sie sich selbst töten kann. Und derjenige, der das Pokémon trainieren möchte, nutzt einfach Schutzschild.
Kannst du aber nicht auf jedem machen. Kannst du aber nicht mit jedem Pokémon machen. Ja, aber du kannst ja dann einen Miltank Level 100 haben. Das nutzt Explosion. Du nutzt Schutzschild. Und dann hast du einen EP-Teiler. Auch wieder was. Weißt du? Und dann hast du ratzfatz. Ja, ratzfratz. Ein Pokémon auf hohem Level. Bin mal kurz Biopause. Biopause? Sind wir jetzt mittlerweile schon so krasses Team Grün, dass wir sagen Biopause? Ja. Yep. Biobrause. Ich fand's gut. Ja, das Problem ist, ich habe halt irgendwie gerade nur Pflanzen-Pokémon. Ich brauche halt noch ein bisschen was anderes. Das nervt mich so ein bisschen. Knochen, perfekt. Ich muss noch ein bisschen anders noch hochleveln. Und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr als nur Pflanze. Same. Ich habe auch noch nicht ein Paragoni gesehen. Ja, gut. Wir müssen ein bisschen andere Sachen noch hochleveln und dann klappt das hier alles. Oh, ein Tanzer. Wenn du ein Shiny-Pokémon in der Wildnis findest, ist dieses Shiny-Pokémon, glänzt das dann auch schon so, oder? Ja. Yep. Geil. Gut zu wissen. Das krieg ich. Scheiße, das ist Käfer. Oh, scheiße. Jetzt will ich ausprobieren, was das Ding hier macht. Okay. Ich bekomme dadurch X-Ray Vision. Okay. Okay. Bat in a Bucket gibt dir für ein paar Sekunden X-Ray. Was auch? Bezüglich Person. Ach, nur also Person. Du siehst Person durch. Ah, du siehst keine Ärzte bei X-Ray oder so. Nee, sowas. Leider nicht. Ja gut, aber wir wollen dann... ganz ehrlich, Basti, komm mal bitte, was ist das hier, minus 4043, 2360. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt Koordinaten live gesagt, da kann uns ja jeder besuchen. Was soll's? Wie dem auch sei, was mit diesen Koordinaten passiert, das erfahrt ihr nächstes Mal.